hier ist wieder euer Survival Willi am Start und ich habe eine Sondersendung zum Wetter in Schleswig-Holstein. Nach der schweren Schneekatastrophe in dem Bundesland, in dem es nie wieder schneit, weil der Klimawandel ja so schlimm ist, ist etwas Neues passiert bei der Hitze des Wandels, wo es nie wieder regnen wird. Hat es ein wenig geregnet. Wir sehen hier überflutete Sandkästen. Ja, kein Kinderglück mehr in Schleswig-Holstein. Die Sandkästen sind überflutet. Und dann hat sich das Reich der Enten erhoben. Ne? Aquaduck hat sich erhoben aus ihrem Verlies. Und sie hat die Verbindung gekappt. Wie ihr seht, überflutet so langsam der Mittelweg hier. Das wiederum bedeutet, die Enten, ja, es ist die Rückkehr der Enten, ne? Die Enten schlagen zurück. Die militante tibetanische Wildente, sie ist auf dem Vormarsch. Ihr müsst aufpassen, wenn das Wasser steigt, kommen auch die Enten näher. Das ist wie beim Weißen Hai damals gewesen, ne? Hagebuttene. Das ist nicht gut, da müsst ihr ein Auge drauf haben. Ja, es ist also wirklich grausam, dass dieser Weg schon, die Verbindung ist weg. Das heißt, das militante Eichhörnchen muss jetzt mit Schlauchboot jedes Mal da übersetzen. Ein Skandal, der seinesgleichen sucht, meine Freunde. Und das im wärmsten Jahr seit 125.000 Jahren der Aufzeichnung. Wie ihr da hinten sehen könnt, ich hoffe, man sieht es, fängt schon wieder an zu regnen. Ich stehe hier mitten in der Natur. Es ist unfassbar. Das kommt was, also da kommt Wasser von oben, da kommt Wasser von unten, aus dem Teich, in den Teich, mit dem Teich. Es ist wirklich unfassbar, was ich hier für Bilder ereigne, meine Damen und Herren. Es ist einfach, also man kann es nicht in Worte fassen, einfach, ne? Der Klimawandel lässt es jetzt regnen im trockensten Bundesland der Welt. Und da hinten sehen wir auch schon, ne, sogar die Bäume, die gehen ja schon unter. Ne? Die Äste mit den letzten Winterblättchen, die fallen schon ins Wasser. Das ist doch nicht mehr auszuhalten. Ne? Das ist nicht mehr auszuhalten, ne, meine Freunde. Und es regnet schon wieder. Es hat heute den ganzen Tag geschüttet hier. Ne? Ist wahrscheinlich so Kondenswasser, wenn durch lauter Hitze da oben, die Wolken schmelzen oder so, dann wird das nass, dann regnet das. Ne? Es ist also, seid vorbereitet, Leute. Legt nochmal Vorräte an, am besten. Niemand weiß, wohin dieses merkwürdige, wasserähnliche Material, was da von oben kommt, wohin das führen wird. Ne? Ich wollte euch nur vorwarnen nochmal. Ne? Meine lieben Freunde, selbst die tibetanischen Wildenten haben sich versteckt. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile richtig viele hier auf den Teichen gehabt, aber die haben sich versteckt, weil es denen zu ungemütlich wird. Es ist an Grausamkeit dieses Wetters nicht mehr zu überbieten. Ja, ich würde sagen, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es noch so wieder kleine Schnipsel, die ich ans Video mit ranballer. Aber ich wollte euch nur vorwarnen, falls die Sturmfluten ausgelöst durch die tibetanischen Wildenten jetzt kommen, seid vorbereitet, ja. Seid einfach vorbereitet. Euer Survival Willi sagt, over and out. Und denkt dran, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, es geht bald wieder los, ja. Seid vorbereitet auf Weihnachten und ja, Hobacht, sagt man so schön. Ne? Miauts genau, würde Katzi jetzt sagen, nicht halt, das war die andere Katze. Katzi würde sagen, over and mounts. Also Leute, seid vorbereitet, bleibt vorbereitet. Wir sehen uns, bis bald. Und frohe Weihnachten nochmal, ist ja bald wieder soweit. Nicht mal mehr ein Jahr, dann ist Weihnachten, ne? Also, kauft schon mal Geschenke, Katzi freut sich, hau da rein, ne? Kleines Zusatz nochmal hier, ne? Nicht mal die Vogeltränke bleibt verschont, ne? Da ist schon, also da, ich weiß gar nicht, was das Zeug da drin ist. Also die ist schmutzig, die muss mal geputzt werden, würde ich sagen. Oder aber sie rostet. Keine Ahnung, aus was für Material die ist. Ne? Ist eigentlich ist das hier, dann ist sie einfach nur dreckig. Aber sie ist voll mit Wasser. Mit Wasser, ne? Ne, Hagebutten, selbst der Frosch hat schon keinen Bock mehr zu lesen. Also der Wetterfrosch, der hat aufgegeben. Ja, wollte ich euch nur noch mal sagen. Wir gucken jetzt auch noch mal ganz kurz rüber zu den Hasis, ob die noch leben oder ob sie schon abgesoffen sind, weil selbst Schubkarren laufen voll Wasser. Eieiei, sowas hat es noch nie gegeben, meine Freunde. Ne, der Pool, daneben liegt auch schon das Wasser auf dem Boden.
Eieieiei, man weiß nicht, wohin er noch führen soll. Die Hasis haben sich tatsächlich versteckt in ihrem Bunker. Haben sie sich versteckt. Ja, aber es geht ihnen gut. Sie haben hier schon randaliert und eines der mutigeren Exemplare frisst sogar, ich würde mal sagen, das sollen so Salatherzen sein. Ja, also denen geht es gut, trotz der stürmischen Flut. Wobei man hier sehen muss, es ist mit Wasser vollgelaufen, der Buddelhöhle. Die haben also hier noch einen Pfad, wo es vorbeigeht. Aber es ist tatsächlich Wasser reingelaufen. Da haben sie auch schon Fressen reingeschmissen, weil sie dachten, wer hat das Loch hier Hunger, deshalb ist es so sauer und nass. Aber nein, Leo, das liegt an Klimawandel. Es soll doch nie wieder regnen hier. Das ist wahrscheinlich jetzt der Rest, den wir noch kriegen. Ja, over and Leo.